Jo, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Amnesia. Wir haben letztes Mal aufgehört, und ich hatte letztes Mal auch ganz vergessen, in mein Journal reinzugucken, in meine Mementos. Und da wurde hinzugefügt, die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Ja, den will ich heute finden. Das ist jedenfalls so mein Ziel. Und ich schaue mal, ob mir da der Erfolg ausbleibt. Aber ich gehe da sehr optimistisch an die Sache ran. Erstmal haben wir auf jeden Fall Öl. Öl ist immer gut. Wie viel haben wir überhaupt noch? Oh, wenig. Na, so. Können wir hier vielleicht mal irgendwie was Flottes aufspielen oder was? Nee, können wir nicht. So. Wer hat da gerade Psst gerufen? Ich weiß nicht. Jo, was gibt es hier? Was gibt es hier? Irgend so eine Uraltkarte, braucht keine Sau. Hat keinen Wert, ja, drei Uraltkarten. Nee, die hole ich da jetzt nicht alle raus. Und noch eine Karte, ja, danke für gar nichts. Und ich wette, hier haben wir Pflanzenreich oder irgendwas Nichtssagendes. Dieses Ma, nee, was Nichtssagendes, toll. So, hier Grundrisse und hier Karten. Okay. Ich habe euch nichts getan. Ja, hier komm, jetzt gönnen wir uns mal. Jetzt gönnen wir uns mal eine Lampe. Ja, super. Jetzt bin ich hier auch noch drin gefangen. Das freut mich sehr. Freut mich wie. Was ist das? Das war zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Ja, ich könnte ja mit meiner Laterne mal drauf rumschlagen. Nee, ich suche mir gleich einen Stein. Damit dürfte das auch eigentlich gehen, oder? Hier sowas. Meinst du, es geht? Oh, hier haben wir erstmal noch einen Brief. Ich hoffe, der letzte von der Gier. Nein. Wahrscheinlich nicht. Was ist denn jetzt los? 17. May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground. Gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most ja, ja, jetzt waren es die Araber wieder, oder was? So, gar nix. Gibt's hier noch irgendwie was? Nö. Nö, nö, nö. Ach so. Kriegt man das jetzt mit einem Stein eingeschlagen? Ich weiß nicht. Ich weiß es doch nicht. Funktioniert. Jo, aber zuerst schaue ich mich noch hier bei den Grundrissen um. Natürlich muss diese Tür quietschen, völlig klar, wie in das im Schloss so üblich ist. Bestie. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Hä? Ja, danke für die Info. Danke, dass ich das auch jetzt schon weiß. Oh, ein Tintenfass.
dass alles über mir zusammenstürzen kann und so. Und ja, das freut mich unheimlich. So, hier gibt's was. Hier gibt's sogar eine ganze Menge Zeug. Zwei Zunder und einmal Öl kann ich gut brauchen. So Zunderdinger könnte ich mal mehr verwenden. Haben wir jetzt schon 16 Stück davon. Hier ist uns nichts mehr und hier auch nicht, dann gehe ich halt weiter. So. Jo, das haben wir ja gerade eingeschlagen. Ich hoffe, das ist das Geschichtszimmer jetzt. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ah ja, gut. Also da haben wir gerade mal anscheinend wirklich was. Alter, ist das hier dunkel, ey. Da haben wir gerade wirklich mal was Interessantes erfahren. Wir können mal in unser... Es gibt eine Art Geheimmechanismus in der Tür zum Geschichtsraum, ja. Dieses Klickern irgendwie. Und bevor das aufhört... Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich... Ach so. Ja, Moment. Upp. So, brauchen wir kein Licht mehr. Oh, aber hier gibt es erst noch einen Brief. An dem wir nicht rankommen, oder was? Hallo? Hallo? Nö, geht nicht. Naja, dann eben nicht. Jo, dann lass ich es halt. Also einmal hier. So, wo ist das zweite? Ist hier. Ja, durch die Helligkeit der Bücher nicht sehr schwer zu erkennen. Ja, das war's schon. Ach, schau an. Ach, nein. Als hätte es keiner von uns geahnt. Mir kam es aber vor, dass ich hier gerade eben irgendwas vergessen. Wenn ich mir nachher das Video angucke, dann sage ich wieder, oh, Tomo, du Vollidiot, das ist alles übers... Oh. Okay, wird nicht vorgelesen, ich lese mal. Altstadt und Schloss Brennenburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervoll malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bietet sich hier, bei Gesprächen mit den Bewohnern, zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Aha. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen änderte sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als greuliche Wiedergänge. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören, in feuchten Leinensäcken, die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen in der Zeit erwähnt, Verzeihung. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennenburg lebt mit seiner Familie in ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adlig Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur ein wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus Rheinland, wiedererrichtet,
der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Ah ja. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Ah ja. Okay, wissen wir das auch. Und wir haben hier übrigens in der linken Vitrine... lass mich nicht lügen, aber ich meine... Ja, danke. Kannst wieder gehen. Ja, schau an. Natürlich. Wir haben auch hier sogar in einer Vitrine ein Buch mit dem Titel... Na, Pflanzenreich. Danke. Für gar nichts. So, hinter diesen Kisten ist sonst nichts. Ich mach mal meine Lampe auf und... Ich mach meine Lampe aus, um Öl zu sparen. Und bevor wir hier in diesen geheimnisvollen Raum reingehen, den wir gerade durch den geheimnisvollen Geheimmechanismus geöffnet haben, mache ich mal eine Pause, denn eine Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Insofern, tschüss, macht's gut, bis dann und ciao.